Der erste Wettbewerb war eine Glasfachschule in Bonn. Und der ging im ersten Rundgang verloren. Und dann hat er gesagt, so, du bist da auch nicht, ja, kriegst 100 Mark weniger. Da habe ich gesagt, dann haue ich hier sofort ab. Okay, und das Letzte, was ich gemacht habe, das war ein Wettbewerb für die Stadtsparkasse in Wuppertal. Und da hat er gesagt, das machst du nebenbei, die Stunde 65 Pfennig. Und wir rechnen nachher ab, Modell und so bezahle ich. Da habe ich gesagt, machen wir aber nicht, sondern ich mache das zwar nebenbei, aber ich kriege, wir haben uns geduzt, wenn du den Auftrag kriegst, also wenn wir den ersten Preis machen und du einen Auftrag kriegst, dann kriege ich die ganze Preissumme. Das waren damals 9.000 Mark, war ein wahnsinniges Geld. Ein Volkswagen kostete 4.200 Mark, muss er wissen. Und also billige Version von Volkswagen. Und so, das habe ich gemacht. Wir haben das Modell bauen lassen. Und da bin ich zu ihm hin mit dem Modell in der Hand und habe gesagt, kannst du dich erinnern an unsere Abmachung? Ja, sagt er, 65 Pfennig, wie viele Stunden hast du gebraucht? Ich sage, nein, meine Bedingungen, ja. Er hat gesagt, wie waren die denn nochmal? Und da habe ich das wiederholt. Und dann hat er gesagt, kann ich mich aber nicht erinnern. Da habe ich gesagt, weißt du was, ich zähle bis drei. Wenn du dich bis drei nicht erinnert hast, schmeiße ich das Modell an die Wand und haue ihr ab. Alles klar? Und dann habe ich gezählt, eins, zwei, zweieinhalb. Und hat er gesagt, nein, ich kann mich erinnern. Es waren 35 Teilnehmer und tatsächlich, da kam eines Tages ein Anruf, erster Preis, Auftrag und so weiter, war alles wunderbar. Und dann hat er mich mit dem Scheck ausfüllen lassen, habe ihm Füller in die Hand gedrückt, habe gesagt, so jetzt hier unterschreiben, das ist meine Kohle. Hat er da auch gemacht. Und seitdem ist eine dicke Freundschaft entstanden, nicht? Ja, aber er hat einem das auch überlassen. Also ich habe... Also wenn er einen Auftrag hatte, also einige Sachen hat er also hundertprozentig entworfen und andere Sachen habe ich hundertprozentig entworfen. Also das war eigentlich so und er hat mir auch gezeigt, was er machte und ich habe da gesagt, also finde ich nicht so gut, da könnte man vielleicht ändern und umgekehrt genauso. Also das war an sich war kein, also nicht einer, der sagt, so wird das gemacht, ja, der Knopf ist jetzt hier an der Stelle und nee, war das nicht. Das war sehr locker, sehr kollegial auch und man konnte sich darauf verlassen. Auch die Mitarbeiter, alle, die waren auch alle gute Entwerfer. Er hat nie Mitarbeiter bei den Bauherren irgendwie gerügt oder irgendwas, sondern hinterher. Er hat immer auch, wenn der Mitarbeiter irgendwas machte, was ihm nicht gefiel, hat er dahinter gestanden, hat das verteidigt. Er war also vom Büro her absolut mit allen Beteiligten immer sehr solidarisch. Und beim Bauherr hat er sich einfach viel Mühe gemacht, hat den eben erklärt, so und dies und das und so weiter. Auf der anderen Seite war der auch sehr tolerant.